Zutaten eines Profis. Ziegenhaar, Wildschweinborsten, Kakteenfasern oder Rosshaar. Werkzeuge und Rohstoffe für den Bürstenmacher Hans Wilhelm Hinz. Ob Bürsten, Besen oder Pinsel, alles selbst gemacht, alles handgemacht. Auch sein Möbelmopp, das schnellste Staubtuch der Welt. Jede Bürste hat ein anderes Gesicht, kann man sagen. Man hat seine Fantasie, kann man voll spielen lassen, indem man die Farbkombinationen ja auch sieht. Und es macht einen so Riesenspaß, wenn ein Endprodukt nachher fertig ist, was einfach unwahrscheinlich schön ist. Ne? Familie Hinz managt das Bürstengeschäft gemeinsam. Die Tochter restauriert, Hans Wilhelm Hinz steht auf den Märkten und die Bürstenmacherfrau ist die Testperson Nummer 1. 1600 Bürsten auf 60 Quadratmetern mit 20 Jahren Garantie pro Bürste. Das Hinzsche Bürstenreich im Hessenpark ist täglich geöffnet.